Hallo, Weichei. Wie war's? Hm? Können wir kurz reden? Können wir kurz reden? Hier? Das ist ein bisschen unpassend. Ja, ich meine, du gehst nicht ans Telefon, du antwortest nicht auf mein SMS. Muss ich die Chance wahrnehmen? Alles klar, dann ebenso. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in die Scheidung einwillige. Schön. Werd dir keine Steine in den Weg legen. Und wenn du meine Unterstützung brauchst, dann bin ich da. Ja, das war's, was ich dir sagen wollte. Und so lieb. Bleibst du nicht da? Willst du nicht wissen, wie es ausgeht? Das weiß ich doch sowieso, wie es ausgeht. Ach, Caro Putzi, wir haben zwar kreuz und quer gevögelt, das gäb's kein Morgen, aber jetzt haben wir uns wieder so lieb und wir verzeihen uns alles und wir lecken uns unsere Wunden und sonst was auch noch. Ihr seid so eine verlogene Arschpartie. Dagegen ist der Vatikan ein Mädchenpensionat. Wow. Notwehr. Die haben sich das tatsächlich sagen getraut, es war Notwehr. Notwehrüberschreitung, liebe Frau Butschel. Und bleiben wir bei den Fakten. Ein Freispruch sieht ganz anders aus. Immerhin hat mein Mandant 3 Monate unbedingt bekommen und dazu noch 2 Jahre bedingt. Ist das nix? Das ist nix. Den kann ich mir jetzt einrechsen. Und dem, da passiert auch nichts. Dabei hat der uns alle in die Falle getrieben. Getrieben ist gut. Wild treiben wolltest du nur einen, das war die wilde Franze, oder? Achtung, Frau Butschel, bevor Sie später was bereuen, ja? Dass ihr zwei zusammensteckt, und zwar in jeder Hinsicht. Das sieht sogar mein blöder Bruno. Red's nicht weiter, Frau Butschel, sonst sind wir ganz schnell bei einer Verleumdungsklage. Haben Sie jetzt Butschel gesagt? Ich kann mich nicht erinnern. Das Hohe Gericht hat zu Recht erkannt, dass Ihr Mann meinen Mandanten tätlich angegriffen hat. Hat sich nur gewehrt. Nur gewehrt, ja? Das ist nicht lach, du schwule Sau. Haben Sie jetzt schwule Sau gesagt? Kann mich nicht erinnern. Aber ich kann mich erinnern, ja? Ist gut, gehen wir. Schätzelein, nimm deine Sachen, ich halte es da nicht mehr aus. Bis später, gell? So, wir haben meinen Teil der Abmachung erfüllt, jetzt bist du dran. Wo ist die Maria? Muss ich leider enttäuschen, Arschloch. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Hey, wir sprechen uns noch, ja? Bist du mit wirklich drohen? Ja? Ja? Was? Hau her? Wenn du mir jetzt eine reinhast, dann gehst du gleich wieder zurück ins Gefängnis. Ist das klar? Nein. Ach so, bin ich nicht dankbar genug. Also gut, danke, dass du das Arschloch rausgeholt hast, auch wenn es für die Fisch war. Zufrieden? Nein. Das war's, Georg. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Was soll das heißen? Das heißt, du kannst mich anrufen, wenn du dich für mich entschieden hast. Aber bis dahin hat sich's ausgespatzelt. Verstanden? Nein. Rudi, Moment, bitte, Rudi, bitte, warte. Schau. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich bin doch gerade erst bei dir eingezogen. Zurück in die Wohnung, an den Tatort. Das kann ich nicht, das backe nicht. Bitte spatzel. Sag nicht Spatzel zu mir. Dein Sohn hat ein Stundenhotel, oder? Kannst du da wohnen? Musst halt jede Stunde runter und zahlen. Jörgi, endlich. Frau Nicole Putschel, Sie sind festgenommen. Was? Wieso? Wegen schwerer Körperverletzung und Vertuschung einer Straftat. Mit Mordabsicht. Nico, ich kann ausnahmsweise nichts dafür. Ja, wenn wir einmal die Wahrheit sagen, da kommt dann dieser Trottel zuvor. Wiederschauen. Was, du? Stimmt, ja. Ich war ein Trottel. Aber jetzt bin ich keiner mehr. Komm uns bitte mit.
Die lassen nicht locker, was? Ich denk nur an das Kind. Sie sind ganz schön hartnäckig, wissen Sie das? Ja. Was ist dran an dem, was Ihr Sohn behauptet? Was ist mit Maria? Bevor ich irgendwo zustimme, will ich die Wahrheit hören. Na gut. Ich bin stolz auf dich, Jörgl. Mhm. Nein, wenn's fast schade ist um die Nico. Naja, sie war ein falsches Luder. Aber brave Esserin. Entschuldige, Mama, ich möchte nicht mehr über sie reden. Geht das? Häng mich, geht mir das am Arsch, was ihr da für einen Schmarrn daherredet. Papa? Halt den Schlapfenpulli, ja, und bring dem Vater warmes Bier. Das kalte Vertrag, ich meine, schlag mir auf den Magen. Du wirst mir jetzt aber nicht sensibel auf die alten Tage, oder? Ja, lass ihn mal. Aber, also ich hab geglaubt, du bist komplett hin in der Marille. Ist er ja, eh? Wir haben den Schirm auf, Mama. Das Schmerzensgeld, das können wir uns aufzeichnen. Jetzt, wo der Neger weiße Westen hat. Bleibt immer noch das Pflegegeld. Danke. Entschuldige bitte, wovon redet sie? Von 1600 Euro im Monat. Das ist zwar wenig, aber besser als nichts, gell, Papa? Mama, das ist Betrug. Ein bisschen mehr Respekt, ja? Wir sind immer nur deine Eltern. Mahlzeit. Ah.